Jo, servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers. Ja, ich bin immer noch im Raumschiff und ja, hat ein bisschen länger gedauert, bis ich mein nächstes Let's Play jetzt rausbringen konnte. Hatte verschiedene Gründe, da ich ein bisschen mit den Servern zu tun hatte. Und ich würde sagen, wir machen direkt weiter. Ich muss mich mal wieder kurz zurechtfinden, wo ich überhaupt bin. Genau, hier sollte ja dieses kleine Hangartor rein und da oben sollte man irgendwo reinfliegen können. Dann schauen wir mal. Raffinerie, wie sieht das hier aus? Haben wir neue Stahlplatten? Hier habe ich noch 517. Pack mal mit dazu. Ich meine, das ist noch nicht viel, aber. Moment, bevor ich jetzt wieder sterbe, Sauerstoff habe ich noch, Energie habe ich auch noch, sehr gut. Wäre blöd, wenn ich hier wieder sterbe. Ich muss erstmal gucken, ich habe mir jetzt erstmal überlegt, dass ich zuerst so ein kleines so eine Grundbasis hinsetze. Oh, ich habe keine Metallplatten mehr, ging ja jetzt echt schnell. Eine kleine Grundbasis hinsetze, so aus Medical Room und einer Raffinerie und alles, was ich so brauche. Hä, ich habe da noch Stahlplatten. Was ist denn mit dir? Uranbaren hat er ja noch, der ist ja noch gut am Arbeiten. Trinium, Aluminium, Golderz, ja. Fe war Eisen, Uranerz. Ja gut, ich habe echt noch genug, um zu überleben. Moment, hatte ich noch genug Oxygen? Das war ja, muss man ja gucken, ne? Ich habe keine Lust. 31.000, ja, doch, das reicht. Tank habe ich auch noch genug. Sehr gut. Ich verstehe gerade noch nicht. Metallgerüst. Ah, okay. Das fehlte. Na gut, dann machen wir erstmal das Grobe fertig hier. Way. Na, sieht da gar nicht mal so verkehrt aus. Die Tür ist auch schon mal grob fertig. Fehlen nur noch so drei Dutzend Sachen. Ja. Ich will mal gucken, dass ich in der nächsten Zeit noch ein, zwei Leute mit dazu bekomme. Wenn jemand Interesse hat, mitzuspielen, kann er sich natürlich gerne bei mir melden. Ich sage da aus dem Prinzip her sage ich natürlich nicht nein, wenn jemand mitspielen möchte. Muss halt erstmal passen. So, dann schauen wir mal. Trinium. Produktion. Jetzt muss ich noch kurz gucken. Metallgerüst, was fehlt mir dann? Eisenbahn, Nickel und Kobalt. Hab ich natürlich alles nicht hier, ne? Ah, ich pack mir noch ein paar. Produktion. Stahlrohr, Träger. Ne, ist alles nicht das, was ich brauche. Kleine Blöcke auch nicht. Tja, gut, das sind jetzt so die Sachen, unwichtige Sachen, das sind so Dekorationssachen. Lampen auch nicht. Werkzeuge brauche ich auch nicht. Interne Panzerung. Was brauche ich denn hier vorne noch für? Hoch. So, ich brauche Stahlrohre. Und Herstellungskomponenten und Panzer. Also ich glaube, Stahlrohre könnte ich produzieren. Hoch. So, gucken wir mal. Produktion. Stahlrohre. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist mit dir los? Hauen wir mal. Ja, was hauen wir hier rein? Machen wir mal 60 Stück. Na, das müssten jetzt, wenn ich das richtig gezählt habe, 59 sein. Ah, doch nicht. Verzählt, das sind 56, 57, 58, 59, 60. Sehr gut. Die kann ich dann auch schon mal verarbeiten. Ach, Herstellungskomponenten fehlen mir. Nein! Ich dachte, man könnte die so zwischendurch schon bearbeiten, aber das ist leider nicht so.
Dann setzen wir mal ein paar Herstellungskomponenten hin. Was habe ich sonst noch so überlegt? Ich habe einiges an Veränderungen, wie ich schon im anderen Video gesagt habe, hier vor auf meinem YouTube-Channel. Wird ein bisschen Zeit dauern, bis ich das alles so ein bisschen organisiert habe. Es kommen, wie gesagt, jetzt auch Videos rein von Sniper Elite, von Space Engineers sowieso, ältere Spiele wie Anno 1602, das erste Mafia, City 6L, Call of Duty und weiß der Teufel nicht schon alles was. Ich werde die ganzen YouTube-Kanäle also quasi verbinden mit einem. Ich bin übrigens auch tatsächlich meinen Airsoft-Channel hier reinzusetzen. Das ist dann quasi alles zusammen, wird dann natürlich in Videokategorien getrennt. Hab zusätzlich noch was mit meiner Homepage zu tun. Ist zwar noch offline, aber für Leute, die es sich ein bisschen später angucken, das Video. Die IP steht einerseits unten drin, easy6.de oder easy6.com. Ja. Jetzt müssen die Dinger eigentlich schon langsam fertig werden. Herstellungskomponenten. Euch brauche ich. So. Also das wird echt noch ein bisschen... Ich habe echt noch ein bisschen Arbeit hier. So, als nächstes bräuchte ich eigentlich einen Motor. Für den Motor Produktion. Keine Blöcke. Ich muss nur kurz gucken. Das ist nur ein Motor. Das ist ein Motorteil. Erdsensor, verbesserter Motor. Ach, Motor, was brauche ich denn da? Eisenbahn brauche ich. Nickelbahn. Silizium. Gut, da habe ich schon ein bisschen zu tun. Das ist so an. Eisenerz, Nickelerz, Golderz. Silizium fehlt mir noch. Ne, Silizium habe ich auch ein bisschen. Zwar nicht viel, aber ich habe es. Ich bräuchte eigentlich eine größere Montageanlage, definitiv. Was ist denn der hier im Verarbeiten? Das AU, okay. Das AU sollte noch nicht verarbeitet werden. Okay, jetzt habe ich wieder einen kleinen Gag. Gold habe ich jetzt gerade erstmal genug. Nein, eigentlich noch nicht, aber... Ah, ist eine schwierige Sache. Ich guck mal, vielleicht fliege ich mal kurz... Ah ne, ich wollte das Schiff ja hier geparkt lassen. Ich schaue mich schon mal kurz um, wie sieht das hier aus. Ich könnte aber mir vorher noch mal kurz einen Sauerstofftank gönnen. Der kommt natürlich unten rein, der Sauerstoff. Ja, ich muss jetzt wieder mit der Steuerung klarkommen. So. Alles klar. Das Uranium. Ne, Uranium brauchte ich jetzt noch nicht. Haben wir denn hier nur Eisenerz drin? Sieht ganz danach aus. Ja gut, was mache ich jetzt? Das ist die Sache, ne? Arbeite ich mich erstmal ein bisschen weiter vor, würde ich erstmal sagen. Ich meine, es bringt wirklich nicht wirklich viel was, aber ich komme zumindest schon mal ein bisschen weiter. Ich meine, Kies brauche ich auch, fällt mir gerade ein. Ich meine, das war für die Motorteile und sowas. Ah, Inventar ist wieder voll. So, ah. Ja, kommt das Eisenerz noch mit dazu. Stein. Einsetzen. Ja, muss ich halt doch leider erstmal fliegen. Ich wollte das Schiff eigentlich stehen lassen, aber ihr seht jetzt selber. Jetzt muss ich aber erstmal kurz gucken. Nein, das ist komplette Kontrolle. An, aus die 5 Triebwerke starten.
Ja. Ja, so wie ich reinkommen will, muss ich auch erstmal wieder rauskommen. So, halt, habe ich überhaupt hier einen Punkt, wo ich hinfliegen kann? Ich hoffe, der merkt sich diesen Punkt. Ach, wenn ich jetzt gerade wüsste, wie das mit den Koordinaten ging, ne? Ja. GPS. Body Location. Alles klar, das müsste passen. Wobei, ne. Ich mache mal hier beim GPS-Signal noch einen neuen Punkt. Neu. Station. Okay. Da kann ich Station erstmal löschen. Die benenne ich einfach mal um in Station. Die anderen lasse ich dann. Station. Okay. Da kommt die hier weg. Löschen. So. Die müsste ich auf jeden Fall finden. Ja, das ist, glaube ich, ein Kampfschiff. Wo fliegt man denn mal hin? Da ist Uranium, fliegen wir mal daneben hin. Ne, gehen wir mal ein bisschen darüber. Ich kenne ja meine Flugkünste. Am Ende knall ich wieder irgendwo gegen, wo ich nicht gegen knallen will. Also, das wird auf jeden Fall ein größeres Projekt hier mit Space Engineers, bis ich dann erstmal überhaupt die Grundstation habe. Ist natürlich schöner, wenn ich ein paar Leute habe, die mitbauen können und mitbauen würden. Da geht das alles ein bisschen schneller. Man hat einen zum Quatschen und muss sich nicht irgendwie selber beschäftigen. Womit ich im Prinzip auch kein Problem habe. Aber es macht einfach zu zweit mehr Spaß, muss man ja ganz ehrlich sagen. So. Ich muss tatsächlich sagen, das erste Mal trägt ganz einfach mal aus. Ja, lass mal so an. Ne, komm. Das erste Mal, als ich Space Engineers gezockt habe, es war nachts und ich muss tatsächlich sagen, mir ist ganz recht schlecht geworden. Weil diese unendliche Raum, diese 365 Grad, die ich da habe. 65 Grad, ja, nee. Ja, deswegen fliege ich immer ein bisschen über den Asteroiden drüber, damit ich hier nirgendwo gegenknalle. Ich hoffe, das passt auch. Ja, die 360 Grad, die ich hier habe, ich weiß gar nicht, wie komme ich auf 100, 365. Ja, es war dann doch ein bisschen zu viel damals, weil ich direkt die Orientierung verloren habe. So, Triebwerke machen wir wieder aus. Ich müsste ja jetzt stehen, genau. Türe auf und schauen wir mal, was dieser Asteroid hier zu bieten hat. Auch gar nicht mal so schlecht aus. Aber ich sehe hier nur Stein. Da unten, das ist Uranium und Oxygen, also Eisen. Das hier ist Gold, wenn ich das richtig sehe. Müsste Gold sein, ja. Na, wo ist Golderz? So, nur das will ich nicht. Ich brauche noch so ein paar andere. Ich brauche Silizium. Ich könnte mir aber die Position ja auch mal merken. I. So, GPS. Neu von aktueller Position. Ja, das kommt hin. Das ist dann Golderz. So. Also habe ich es später ein bisschen einfacher, wenn ich mich so ein bisschen umschauen muss. Okay, hier habe ich auch noch Eisen. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile so viel Eisen gefunden hier auf diesem Planeten, ja, in diesem Universum. Da komme ich erstmal gut mit aus.
Womit ich aber nicht gut mit auskomme zurzeit, ich darf vorne nicht dagegen fliegen, ich habe Schaden an, ist Lithium, das fehlt mir gerade. Und mein Schiff, das mal wieder weg ist. Da ist es. Es ist so klein, das sieht man tatsächlich nicht. So, na, wo geht's denn als nächstes hin? Da ist unsere Station. Da ist das Uranium. Gucken wir uns mal diesen Donut hier vorne an. Könnt mir sagen, was ihr wollt, aber das ist doch tatsächlich ein Donut, oder? Schön ist natürlich jetzt gerade, dass der, Motor immer noch am Produzieren ist, was für mich natürlich einen Vorteil hat, denn so habe ich gleich wieder einiges an Materialien weg. Also, langsamer, komm, werd langsamer, werd langsamer. Ach, ist immer so eine Scheiße mit den Bremsen hier. So, steigen wir hier mal aus. Bewege ich mich noch? Nein, ich bewege mich nicht. Ein ganz klar ein Donut. So, was haben wir denn hier? Das sieht doch zumindest mal nach. Ist das Kohle? Eisen, Trinium. Na gut, verarbeiten wir das Trinium auch mal. Na komm. Ja, am Anfang ist es echt ein bisschen langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin übrigens, das kann man aber noch dazu sagen, in einer separaten Welt noch nebenbei dabei. Eine riesengroße Planetenbase zu bauen. Also die wird echt groß. Ja, die wird aber, ist aber, die baue ich tatsächlich im Creative. Aber dafür halt wird die halt gigantisch. Mein Inventar ist voll, okay. Die wird halt gigantisch mit, wenn mich die Redaktion Heutex unterstützt, tatsächlich noch einer großen Weltallstation. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich darf halt nur sagen, es kommt was. Ja. Da kann man tatsächlich überrascht sein und sich auf ein Video freuen, weil das wird echt gigantisch, muss ich echt sagen. So, Trinium kommt hier rein. Aluminium kommt, also Gold kommt hier rein. Was verarbeitet er denn jetzt? Trinium verarbeitet er jetzt erstmal. Ich brauche immer noch Silizium. Ich weiß aber nicht, wo ich Silizium herbekomme. Da, was ist denn das? Das ist Golderz, das ist ein Mond. Oder? Ja, doch, das ist Mond. Ich fliege schon viel zu lange. So. Wobei, ich habe ja irgendwo das Silizium herbekommen. Vielleicht doch von da vorne? Schauen wir mal. Bremsen.
So. Ja, ich glaube, jetzt ist halt gerade noch so ein bisschen schwierig, hier etwas zum Erzählen zu finden. So, ich stehe erstmal. Erstmal raus hier. Dahin muss ich. Das war noch ein gutes Stück, hätte ich nicht gedacht. Dass er dann doch so weit ist. Das ist Uranium. Das ist kein Uranium. Ist das auch Trinium? Ja, es ist Trinium. Wenn das Trinium ist, dann ist da draußen Oxygen. Ich fliege mal kurz komplett rum. Ist das hier Oxygen? Ja, das ist das Oxygen-Gedöns. Natürlich fehlt mir wieder was. Das, was ich brauche. Wobei, was ist das? Ne, es sieht nicht nach. Was war das denn jetzt? Na doch, also auch Uranerz. Hä? War Uranerz nicht heller? Na komm, sammeln wir mal kurz ein bisschen Uranerz auf. So, ist aber auch nicht das, was ich haben wollte. Das ist immer noch das Gold. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich bin auch schon wieder voll. Also, mein Inventar ist voll. Und ja. Was zum Teufel ist das? Ja, wo ist mein Schiff? Ihr seht, ich habe wieder die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung, wo mein Schiff ist. Seht ihr das? Also, ich sehe es nicht. Och nö. Ich meine, ich habe das irgendwo da, wo es Oxygen war, gesehen. Ist das das? Ist das ein Asteroid? Das ist mein Schiff. Oder? Doch, es ist mein Schiff. Ach, kompliziert, das Ding wiederzufinden. So. Ich schmeiß mal die Sachen auch mal da rein. Und dann war es das auch schon wieder mit der Folge, fällt mir gerade so auf. Ja, in der nächsten Folge werde ich auf jeden Fall mal hinten hinfliegen. Das sah auf jeden Fall sehr interessant aus. Wo auch immer es jetzt wieder hin ist. Oh Gott. Ja, dann würde ich sagen, schaltet ein beim nächsten Mal. Freut euch aufs nächste Mal. Und bis dann. Tschüss, euer Easy.